Das Wichtigste sind die Menschen, die man liebt und von denen man geliebt wird. Und wenn diese Menschen nicht mehr leben, dann sind die Orte, wo man mit ihnen glücklich war. Ist überall, im Nahen und Fernen. Haldern ist eine alte Landgemeinde. Seit 950 Jahren steht die Kirche am selben Platz. Ja, das ist für mich alles. Alles, was gibt. Ich will nach der Schule gehen, über die Straße hier. Und ich fühle mich hier geborgen, ich bin so hier. Also ich mache den Urlaub, ich fühle mich hier in meiner Umgebung. Das ist mein Hobby und das mache ich alle noch selbst hier alle. Also das ist für mich, wo ich geboren und groß geworden bin. Ja, wie meinen Sie, also das ist mir alles, was es gibt. Ne? Ja. Ja. Ist, wo man sich wohlfühlt, habe ich mich richtig aus. Und wo man lange zu Hause war und man gerne die alte Tradition hochhält, ne? Für die Nachkommen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich richtig, ne? Das ist für mich erstmal, zunächst mal, wo ich geboren bin, wo ich mich wohlfühle. Und also in der Familie, in der Nachbarschaft, in meiner Dorfgemeinschaft. Blicken wir zurück in die Vergangenheit der Siedlung Haldern. Lange forschten die Chronisten der Gemeinde nach Beweisen für den Beginn ihrer Dorfgeschichte. Schließlich fanden sie das Datum 1040. In diesem Jahr, so belegen es Urkunden, schenkte eine niederrheinische Heilige, die Gräfin Irmgard von Aspel, dem Dorf eine Kirche und Ländereien. Damals war Haldern nur eine Ansammlung weniger Häuser um eine Pfarrkirche. Noch auf einer alten Flurkarte aus dem Jahre 1733 sieht man, wie spärlich das Dorf besiedelt war. Vor dem Krieg verweilte Blankenburg im Ort. Der König der Marschmusik widmete dem Dorf einen Festmarsch. Die Bewohner von Haldern reimten drei Strophen dazu und so entstand die Hymne des Dorfes. An solchen Tagen ist das Dorf ganz bei sich selbst. Die Welt darf einmal klein sein. Aber darf man fragen, ob diese kleinen Welten noch zeitgemäß sind? Gibt es für Bewusstsein eine Zukunft? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Man merkt es auch in der Stimmung hier im Dorf. Und je mehr wir in die Welt hineinwachsen, die Welt ist ja so klein geworden, wir nehmen ja an allem teil, in dieser großen Welt sind wir ziemlich allein, aber dieser uns ist ein Gefühl von Wärme, ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Und ich finde, wenn man dieses Gefühl von Wärme hat, die eine kleine, überschaubare hat, dann kann man auch frei sein. Diese Verbundenheit in einer überschaubaren Gemeinschaft hat auch in Zukunft wird ihre Bedeutung behalten. Mag sein, dass es Leute gibt, die möchten ein anderes Wort dafür finden. Ich glaube, das wird nicht gelingen. Musik.